Moin Leute, willkommen zurück auf dem Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Heute mal mit einem kleinen Filter drauf, so ein Schwarz-Weiß-Filter. Naja, wir haben jetzt so ein Traditionsduell, klassisches Duell zwischen Dynamo Dresden und dem Rot-Weiß-Essen. Und vielleicht passt das da ja mal zur Abwechslung ganz gut mit rein. Ja, ich war im Übrigen heute mal beim Training von unserer ersten Mannschaft, habe da mal kurz zugeguckt und ja, es waren auch alle da. Auch ein Michel Niemeyer, der ja sonst monatelang verletzt war, ist wieder im Training. Engelmann auch sowieso, eigentlich alle im Training gewesen. Nur leider ein Felix Götze hat heute gefehlt. Ansonsten alle fit, deswegen lasse ich jetzt auch mal im Hintergrund so ein paar Bilder vom Training heute laufen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 36 Punkte, meine ich, wenn ich mich nicht täusche. Also eine gute Position, Ausgangsposition, um jetzt darauf aufzubauen in den nächsten Spielen. Genau, und in den nächsten Spielen, da geht es erstmal nach Dresden, zu Dynamo Dresden, bevor wir dann zu Hause wieder gegen Mannheim spielen. Ja, und auf das Spiel gegen Dresden freue ich mich persönlich ganz besonders, weil ich liebe halt Spiele mit Fankultur, wenn viele Fans da sind, wenn die Mannschaften beide eine große Fanbase haben. Und ich freue mich auch auf Sachsen, ein sehr schönes Bundesland. Dresden, schönes Städtchen, drumherum die Sächsische Schweiz, auch eine traumhaft schöne Gegend. Genau, und deswegen freue ich mich schon mal sehr auf das Spiel in Sachsen. Das ist übrigens das erste Spiel seit 15 Jahren. Vor genau 15 Jahren waren wir auch in Dresden, das letzte Mal in der damals, glaube ich, Regionalliga Nordsaison, wo es dann ein Jahr bevor es die dritte Liga gab, wo wir dann, glaube ich, auf dem 11. Platz am letzten Spieltag noch nach einer Niederlage gegen Lübeck abgestiegen sind und dann 15 Jahre von der Bildfläche verschwunden waren sozusagen. Kurz davor war unser Spiel in Dresden das letzte und jetzt 15 Jahre später spielen wir endlich wieder in Dresden. Ja, was bedeutet das? Dresden, die spielen jetzt oben mit. Ich glaube, die sind dritter oder vierter Platz aktuell. Haben jetzt auch eine riesen Euphorie, quasi ein Stadion, was 30.000 Zuschauer fasst. Im Schnitt kommen da immer 23.000 Zuschauer hin. Und mit Dresden und Essen knallen die beiden, ja, Vereine mit der größten Fanbase quasi in der dritten Liga aufeinander. 23.000, glaube ich, in Dresden immer regelmäßig im Stadion. Bei uns in Essen sind es 16.000. Das heißt, Platz 2 von den Zuschauern her für Essen. Ja, da freue ich mich drauf. Das heißt, es wird sicherlich ein riesiges, geiles Spektakel werden. Es werden auch viele, mehrere tausend Essener auf jeden Fall nach Dresden fahren, weil es Ostern auch ist und am Osterwochenende, am Ostersamstag dann auch in Dresden sein. Kurzer Ausblick. Es wird auch noch ein kleines Special geben. Ich bedanke mich schon mal bei über 1000 Abonnenten. Jetzt sind sogar, glaube ich, wieder 30 dazugekommen. Jetzt sind es schon 1030. Also danke an 1030 Abonnenten. Und ja, genau, da wird es ein kleines Special zu geben. Was genau es sein wird, verrate ich nicht. Aber das Video kommt hoffentlich dann morgen oder übermorgen raus. Genau, also ich freue mich mega auf das Spiel und ich denke, es wird ein geiles Spektakel von den Zuschauern geben und es wird auch, ja, hoffentlich ein geiles Spiel auf dem Rasen stattfinden. Was sagt ihr? Können wir das Spiel in Dresden auch gewinnen? Bringen wir da 3 Punkte mit? Oder müssen wir uns da mit einem oder vielleicht sogar gar 0 Punkten begnügen? Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und jo, schönen Tag noch und nur der RWE. Rot-Weiß-Essen, unser Leben, dazu lasst uns alle streben. Sieg für Sieg, Schlacht für Schlacht, Mann, was wurde oft gelacht. RWE wird untergehen, konnte man auf Bannern sehen. Und jetzt sind wir Liga 3, RWE ist dabei. Das ist unser Jahr, der RWE ist wieder da. Der Riese ist erwacht, Mann, der hätte das gedacht. Erst mal Liga 3, endlich sind wir mit dabei.